Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und ihr seht, das nächste Spiel steht an, aber es dauert dann doch noch ein bisschen, nämlich gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und ich habe es angesprochen, wir werden natürlich ein 3D-Spiel machen, aber zunächst mal nochmal so ein bisschen kleiner Rückblick. Das letzte Spiel gegen Union Berlin mit 4:3 gewonnen, zuvor gegen den KSC mit 2:1. Ja, und dann war schon, dann ist schon wieder Hinrunde, mehr oder weniger, sprich vor der Winterpause. Aber wenn man sich mal überlegt, KSC war sicherlich gut, 2:1, das passt. Aber 3 Tore bekommen gegen den Tabellen, ja, mittlerweile 16., damals noch 15., das war schon ein bisschen happig. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das so ein bisschen ein kleiner Ausrutscher gewesen ist, denn wenn es so weitergeht, ich meine, es ist natürlich nicht schlecht, wir haben wieder beide Spiele gewonnen, aber wir waren in den letzten Wochen jetzt so verwöhnt, muss man hier wirklich mal sagen, dass das natürlich schon ein bisschen ins Auge fällt, wenn du auf einmal dann doch 3 Tore bekommst. Ich meine, wenn wir mal reinschauen, ich glaube, das haben wir in der Saison noch nie bekommen. 3 Gegentore, wahrscheinlich nicht mal in den Freundschaftsspielen. Also da waren es mal, gut, eben nach Elfmeterschießen, aber das zählt ja nicht. Da waren es nochmal 2, da war es 1, die Niederlage gegen Paderborn, da waren es 2 gegen Köln. Okay. Nee, also wir haben noch nie 3 Gegentore bekommen in der Saison. Noch kein einziges Mal, nur nach Elfmetern eben einmal gegen den VfR an. Aber das zählt ja, wie gesagt, nicht. Also, da merkt man schon, ne, das hat nicht ganz so gepasst. Aber wir wollen jetzt da auch nicht irgendwas schlecht reden. Ich meine, komm, zweimal gewonnen, das ist die Hauptsache. Das ist ein weiterer Riesenschritt in Richtung Aufstieg. Und den wollen wir jetzt gegen Frankfurt perfekt machen. Da haben wir eh noch eine Rechnung offen. Ihr seht's, Hinspiel 0:1 verloren gegen die Frankfurter. Werden natürlich wieder ein 3D-Spielchen machen. Und werden da jetzt dann versuchen, irgendwie ein bisschen erfolgreicher sein als im Hinspiel. So, das ist zumindest schon mal so das kleine Vorgeplappere von mir. Und dann gucken wir einfach mal rein. Ich würde sagen, ich will jetzt auch gar nicht mehr großartig noch drumrum quatschen, sondern schnellstmöglich in Richtung Frankfurt durchstarten und dann gucken wir mal rein. Kittel fällt aus, sehe ich gerade. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber zunächst mal hier eins nach dem anderen. Julian Maimer wurde um 10 Fähigkeiten oder ja, folgende Fähigkeit wurde um 10 Punkte zu gut eingestuft. Ich glaube, das war, was, der Torriecher? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, der Torriecher. Julian Weimer hier, okay. Sonny Kittel fällt aus, das ist aber Pech. Ja, schon, ne? Bei den Frankfurtern. Ja, kann man gut vergleichen, schätze ich mal, momentan mit einem Junes, mit einem Meier, wobei die natürlich noch ein bisschen jünger sind, noch ein bisschen mehr Potenzial haben. 3 Wochen fällt er aus, der Gute, was hat er denn? Ist ja krass. Ja, da steht schon mal gar nichts. Okay. Scouting abgeschlossen, Alban Sabah. Okay. Und Jugendmannschaft vor Topspiel. Aber jetzt passt mal auf, jetzt machen wir doch noch schnell was, bevor wir reinstarten. Und zwar werde ich jetzt mal ein paar Spieler, wie mache ich das, aus dem Blickfeld entfernen, genau. Khalid Boularouj. Einfach, um mal ein bisschen aufzuräumen, denn ihr wisst ja, unser guter Scout, der macht ja da gerade momentan ein bisschen Arbeit, sprich, der scoutet sich ja da so ein bisschen durch und ich glaube, das macht recht wenig Sinn, wenn er da irgendwelche scoutet, die wir am Schluss dann eh nicht brauchen. Deswegen haue ich die jetzt mal ein bisschen weg. Jetzt machen wir noch nach Stärke. Könnemann, den lassen wir mal drin. Den auch. Lukas Krüger kann raus aus dem Blickfeld. Das haben wir neulich schon mal angesprochen. Macht keinen Sinn mehr. Paulsen ist noch jung und gut. Spiekermann. Ja, hauen wir auch mal raus. Komm, was soll der Geiz? 31 Jahre Poté momentan beim RSC Anderlecht unterwegs. Cool. Aber müssen wir natürlich auch raushauen. Björn Jopek mal raushauen. Härtner mal. Genau, mal scouten, die Härte mal raushauen. Wird einfach mal wieder ein bisschen Ordnung haben, Mensch, ey. Aichi-Check, lassen wir mal noch. Stöger, das war ja auch so einer, ne? Stöger. Den haben wir mal ganz am Anfang, glaube ich, überlegt mitzunehmen. Uns doch dann entgegen entschieden. Stefan Hölzel, was ist denn das für einer? War nicht schlecht, mit 19 Jahren? Nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir stellen da unten auf jeden Fall mal Stärke 65 ein. Ich hoffe mal, der speichert das Ganze. Talent. Mindestens halt, da müssen wir wieder dann 6 wären das in dem Fall, genau. Jetzt gehe ich mal schnell weg und wieder hin. Ja, natürlich speichert das nicht. Naja, egal. Komm, das lassen wir erstmal so. Ich dachte, ich habe da jetzt mehr Ruhe für das ganze Zeug aufzuräumen. Aber irgendwie bin ich zu geil schon wieder aufs nächste Spiel gegen Frankfurt. Deswegen, komm, zack, auf geht's, weiter geht's. Aber zunächst mal Europa League. Was ist passiert? Chelsea 3:0 gegen AS Saint-Étienne. AS Rom 2:1 gegen Porto. Sprich, es geht momentan darum, wer ins Achtelfinale einzieht. Gruppenphase haben wir schon überstanden. Also Chelsea
schätze ich mal weiter. Porto bin ich mir noch nicht so sicher. Die können da gut und gerne nochmal zurückkommen. Wobei mir da muss ich ganz ehrlich sagen muss, egal ist, wer letztendlich weiterkommt, finde ich beide recht nice. Panathinaikos Athen besiegt den FC Liverpool zu Hause mit 1-0. Bremen gewinnt auswärts bei MAC Florenz mit 2-0. Das sieht richtig gut aus. Milan 4-2 bei Istanbul bei Besiktas. Midtjylland gegen Newcastle 1-1. Atletico 1-0 bei Lyon. Neapel 1-0 bei Hoffenheim. St. Petersburg 2-1 gegen Lazio Rom. Sporting 1-1 gegen Donetsk. Wir schauen mal noch eine deutsche. Freiburg verliert leider zu Hause mit 0-1 gegen Benfica. Wobei das gar nicht so verkehrt ist. Gegen die spielen wir im Pokal, ne? Vielleicht hast du die so ein bisschen in den Negativstrudel geraten. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Wobei ich es denen ganz ehrlich gönnen würde, ins Achtelfinale einzuziehen. Gar keine Frage. Und Tottenham gewinnt mit 5-1 gegen Olympique de Marseille. Luis hat auch ein Tor gemacht. Allerdings auf der falschen Seite. Sprich unser FIFA-Verein, der da auch momentan ganz weit kommt. Sehr schön. Sieht alles ganz gut aus. Und wir gucken gleich mal rein. Kommt jetzt nicht noch. Champions League war anscheinend gar nicht. Mensch, jetzt habe ich mich noch ein bisschen auf Champions League gefreut, aber dann halt nicht. Aber eigentlich, genau, die müsste eigentlich vor der Europa League immer kommen. Okay, wir gehen rein. Noch ein paar Nachrichten. Dann werden wir natürlich noch die Mannschaft zusammenstellen. Und dann geht's auch schon rund gegen die hier. Gegen Eintracht Frankfurt. 751er Stärke. Hinspiel, wie gesagt, mit 1-0 verloren. Ihr seht, wir haben bisher noch kein Spiel gegen Frankfurt gewinnen können. 0-3, 3-4, 2-3, 0-4. Kein Sieg bisher. Wobei 0-6, 0-7 natürlich nicht in unserem Dasein waren. 0-3 und 3-4 auch nicht. Jetzt ist ja 15-16 die Saison, sprich da müsste jetzt dann da oben ungefähr ein 0-1 eingetragen werden, was wir dann wirklich auswärts bei Frankfurt verloren haben. Okay, wir mit einer 789, wie gesagt 751, guckt euch Form an, guckt euch Saison an. Also da sind wir schon wieder so ein bisschen der Favorit, ne? Frankfurt die fünftbeste Mannschaft in der zweiten Liga. Wird schwierig, ganz klar. Eines der schwierigsten Spiele. Gut, wir spielen zum Glück zu Hause. Von daher geht's. Topspiel Bochum gegen Düsseldorf. Der dritte gegen den zweiten, der fünfte gegen den achten und wir, wie gesagt, gegen den neunten. Also es ist wieder die Möglichkeit, ne, mit einem Sieg sich da ein bisschen durchzusetzen. Okay, wir gehen mal rein. Unai gut trainiert. Form ist allerdings bei einer 7. Das ist richtig schlecht. Dafür Mölders bei einer 17. Gnabry bei einer 16. Richtig, richtig stark. Mit Meier quatsche ich noch. Der war jetzt lange verletzt. Gib im Training alles. Ich tue, was ich kann. Weiß nicht, ob da noch viel Luft ist. Das hätten wir eigentlich Unai mal sagen können. Ich sag's jetzt auch mal einem Weißer, der so ein bisschen hinterherhängt. Natürlich kann ich es ihm nicht sagen. Wahnsinn. Wir können noch ein Schwenke. War im letzten Spiel auch formtechnisch am Limit. Deswegen, beziehungsweise eben nicht am Limit. Okay, Brinkis. Quatsch mal mit den jungen Leuten. Ist, denke ich mal, auch nicht unbedingt verkehrt. Und mit Fährmann haben wir doch bestimmt auch schon lange nicht mehr gequatscht. Hast dich sehr verbessert. Okay, sie können doch nicht zufrieden sein. Wieso denn das? Was ist denn jetzt bei ihm los? Gut, er ist schon ein bisschen älter, ne? Naja, 27, der ist nicht alt. Karriere. Okay, der ist da wirklich... War der noch besser? Ja gut, um 1 ist er runter. War der wirklich... Ich muss ganz ehrlich sagen, das überrascht mich jetzt fast ein bisschen. Gut, vielleicht auch, weil er momentan einfach nicht in der Topform ist, ne? Wenn er da eine 15 oder so stehen hätte... Wäre der wahrscheinlich, hätte der gesagt, Mensch, super, ja, stimmt, ich habe eine Top-Saison bisher gespielt, aber hat er halt nicht, ne? Kann vielleicht auch daran liegen. Okay, Šefčík. Ne, kann ich auch nichts sagen. Okay, gehen wir mal noch ganz schnell rein, in den Scout-Bericht. Gehen wir da rein. Gehen wir auch mal schnell rein. Tunç, auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Tunç, man kann gar nicht genug warnen, genau. Hat in dieser Saison bereits 4 Doppelpacks erzielt, den haben wir kennenlernen müssen, dürfen, was auch immer. Deswegen wird der auch erstmal wieder eine Sonderüberwachung bekommen. Wir hatten ja 16 Tore in 19 Spielen. Berg haben die auch noch. Markus Berg, Alex Meyer. Ich würde sagen, Meyer bekommt eine Sonderüberwachung. Und einen Borschuk stellen wir auf einen Tunç drauf. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, dann müssen wir es schnellstmöglich wieder wegtun. Und ein Rode ist eben heute auch mit dabei. Ich bin gespannt. Wir können uns heute ein Stückchen näher in Richtung Rode schießen. Beziehungsweise im nächsten Part dann. Ne? Weil wenn wir heute gewinnen... Dann mindern sich schon wieder die Aufstiegschancen der Frankfurter. Und dann können wir einen Rode leichter holen. Also, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir haben noch 7 Nachrichten, die gehen wir noch schnell an. Und dann gehen wir auch schon rein gegen Frankfurt im 3D-Spiel, ganz klar. Damit wir da wirklich 3 Punkte holen. Ich bin so geil drauf. So, Schwertfeger würde sich auf der rechten Mittelfeldposition gut machen. Ist uns relativ egal. Den lassen wir erstmal so. Super letztes Spiel von Turm. Die Reserve... Gewinnt 3-0 gegen den FSV Frankfurt. Also die spielen auch gegen die Frankfurter.
allerdings gegen die eher Schwächeren. Ein Schwan hat auch getroffen, damit glaube ich seine Flaute ja beiseite gelegt, wunderbar. Das sagen wir ihm auch nochmal schnell, wenn wir noch ein Gespräch übrig haben. Ja, haben wir. Du hast gut trainiert, Freundchen. Sehr schön. Okay, ich bin gespannt. Oh, Schwertfeger im Fokus anderer Vereine. Na, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Jetzt machen wir aber erst nochmal die Ablöse hoch. Beziehungsweise eigentlich erstmal die Forderung und dann hier das. Das machen wir jetzt auch nochmal bei der zweiten Mannschaft. Da ziehen wir die auch mal ganz hoch. So. Okay, dann würde ich sagen, erste Mannschaft, die steht eigentlich, ne? Taktik haben wir alles gemacht. Scheibel hier bleibt erstmal auf der Bank. Parker und Mölders mit der besseren Verfassung. Meier, wir spielen zu Hause, ne? Ich bin am Überlegen gewesen, ob ich vielleicht wieder mit zwei Offensiven spiele und nur einem Stürmer. Aber ich glaube, ich lasse das mal so. Vielleicht ist auch das der Grund, aber kann man so auch nicht sehen, ne? Dass wir hinten nicht mehr ganz so kompakt sind. Aber das haben wir ja auch gegen Ende der Hinrunde gemacht und waren da trotzdem richtig stark defensiv. Also das kann es eigentlich nicht sein. Nee, okay, da würde ich fast sagen, wir sehen uns gleich im 3D-Spiel gegen die Frankfurter. Bis gleich.